Was für ein mutiger Einsatz einer Feuerwehrfrau in Hamburg. Sie kriecht selber unter die U-Bahn, nachdem ein Junge von seiner Mutter, von der eigenen Mutter, auf die Gleise gestoßen wurde. Die Retterin, die legt sich zu dem lebensgefährlich verletzten Jungen ins Gleisbett. Und dort versucht sie dann, den Jungen irgendwie abzulenken. Denn trotz seiner schweren Verletzung ist er weiter bei Bewusstsein. Momente, die den Atem stocken lassen. Einsatzkräfte rollen einen tonnenschweren U-Bahn-Zug zurück. Auf den Gleisen darunter taucht der Körper einer Feuerwehrfrau auf. Sie liegt neben einem verunglückten Jungen. Seit 12 Jahren ist Maike Schier bei der Feuerwehr. Der Einsatz am vergangenen Sonntag ist der wohl dramatischste ihres Lebens. Gezögert hat sie keine Sekunde. Da geht gar nichts an einem vor. Wir haben es gelernt. Ich bin da, um zu helfen. Ich mache meinen Job. Da darf man nicht nachdenken und auch keine Gefühle zeigen. Die eigene Mutter hatte ihren 11-jährigen Sohn vor die einfahrende U-Bahn gestoßen. Der Junge wird trotz seiner Notbremsung überrollt und bleibt zwischen dem ersten und zweiten Waggon eingeklemmt im Gleisbett liegen. Maike Schier kriecht zu ihm, legt sich neben ihn, um ihn zu beruhigen. Ich habe ihn halt gefragt, was er halt gerade hier gemacht hat oder wo er herkommt, was er für Hobbys hat und dass wir halt für ihn da sind, dass wir ihn da rausholen und dass er die ganze Zeit ruhig bleiben soll. Dann hatte ich halt seine Hand gehalten die ganze Zeit, damit er halt irgendwie körperliche Nähe hatte, dass er halt auch gemerkt hat, dass da jemand da ist. Weil die Zeit drängt und ein Anheben der Waggons nicht in Frage kommt, entscheiden die Einsatzkräfte, den Zug per Hand zurückzuschieben. Über den verletzten Jungen und Maike Schier hinweg. Benni? Ob ihr mulmig gewesen sei, als sie unter dem Zug lag, fragen wir sie. Darunter zu liegen, nein. Aber als die Bahn verschoben worden ist, da war es mulmig auf alle Fälle. Erst nach mehr als einer halben Stunde kann der Junge geborgen werden. Er ist schwer verletzt und hat bei dem Unglück einen Fuß verloren. Seine geistig verwirrte Mutter wird festgenommen und in die Psychiatrie eingewiesen. In der Feuer- und Rettungswache Hamburg-Roter Baum rätseln Maike Schier und ihre Kollegen, was die Frau zu der Wahnsinnstat trieb, die ihren Sohn fast das Leben gekostet hätte. Dass er überlebt hat, verdankt er auch dem beherzten Einsatz der Rettungssanitäterin. Noch ringt die 38-Jährige mit sich, ob sie ihn im Krankenhaus besuchen soll. Ich habe überlegt, es zu tun, aber ich werde es wohl nicht tun. Ich werde bestimmt auch nochmal drüber nachdenken, aber ich denke nicht, dass es dazu kommen wird. Ich werde bestimmt nochmal nachfragen, wie es ihr geht, was ich jetzt auch schon gemacht habe. Da wird es wohl bleiben. Es sei einfach ihr Job gewesen, zu dem Jungen unter den Zug zu kriechen, sagt die 38-Jährige. Ein ziemlich heldenhafter, sagen wir.